Warnestro. Wir haben es gerade angekündigt bei Hotomobil gleich gegenüber. Nochmal den Michael und den Tobi. Hi. Hallo. Du hast auch diese Marke jetzt im Vertrieb? Ja. Ist sie lauter Ford? Es ist alles auf Ford. Es ist alles auf Ford, ja. Dann hat sie das schon mal erledigt, die Frage. Perfekt. Ganz neu, wo werden die denn gebaut? Ich glaube, letztes Jahr waren schon da, oder? Die waren letztes Jahr schon hier, werden in Berlin gebaut. Mhm. Ja, ist die Art auch unverkennbar. Nach vorne gerichtet. Schöne Beleuchtung drin. Großes. Viele indirekte Beleuchtungen. Mhm. Das kommt noch hinzu. Schöner Ausbau. Genau. Gegenüber sitzen, das ist natürlich cool, gell? Ja, das ist der Pazifik. Mhm. Mit der Pazifik-Ausstattung. Sprich mit festem Küchenblock. Ja. Ihr seht, wir sind authentisch unterwegs. Genau. Da kann man gerne mal reinrufen. Alles easy. In dem Küchenblock ist der Kühlschrank integriert. Mhm. Die Küche steht jetzt gerade außen dran. Outdoor-Küche. Genau. Oh, ja. Die würde normalerweise drüben eingebaut sein. Sitze kann ich drehen, Gegenfahrtrichtung, Mitfahrtrichtung. Ein großer Vorteil dabei ist, wenn ich den Küchenblock rausnehme, bis zu 7 Sitzplätze. Das ist, also ich kann den als Alltagsfahrzeug benutzen. Ja. Kann die hintere Sitzbank umbauen zum Bett. Und hat natürlich auch viel Stauraum. Dieselheizung, Ebersbecher ist hier verbaut. Das ist schon was Besonderes. Klimaanlage hinten extra zu steuern. Richtig. Das ist ein Zwei-Zonen-Ding. Ja? Ja, richtig. Auch immer in Serie die abgedunkelten Scheiben hinten dran. Ja. Das ist so. Ja, ein bisschen Privacy muss sein. Gell? Man sagt halt mal Privacy Glas. Das sind ja alle so am Amerikanisieren. Richtig. Das hört ja gar nicht auf. Du. Lieber Schieber. So ist es. Ja, YouTube heißt ja, ist ja auch komisch. Wenn du das auf Deutsch übersetzt, hast du schon mal gemacht? Nee. Du Schlauch? Okay. Okay. Ist lustig, oder? Du Schlauch. Ja, das ist lustig. Also Duschschlauch. Ja. Aber Wahnsinn. Ja, das ist jetzt dann zum Bettbauen hier nochmal. Mhm. Die Bank muss natürlich ein bisschen vor, dass die Klappe hier zugeht. Ja. Und dann lässt sich auch dieses Teil von der anderen Seite umklappen und habe eine große Liege. Mhm. Das ist so der Pazifik. Hier ist vielleicht noch wichtig zu sagen, wir haben hier Luftauslässe, Klimaanlage, Heizung ist hier im Möbelbau integriert. So dass wir halt auch überall gewährleisten können, dass im Fahrzeug einheitlich eine Wärme ist. Hat man schön gemacht. Ja. Auch hier wieder, das kann man echt herzeigen. Ja. Ja, die Schienen kennt man ja. Und das Schöne ist auch relativ kurzfristig im Gegensatz zu vielen anderen verfügbar. Genau. Cool. Wir haben verschiedene Dekorvarianten. Ja. Übrigens, wo ich immer hängen bleibe, ist hier. Normal schon bei den neuen Vans. Praktisch. Genau. Das sind die verschiedenen Dekorarten, die es so gibt. Die kannst du bei jedem Modell aussuchen. Ja, können wir wählen. Die passt quasi jetzt hier in den Pazifik. Können wir wählen. Atlantik. Yes. Atlantis oder Atlantik? Atlantik. Atlantik. Und da haben wir den Pazifik nochmal. Das ist der Pazifik. Okay. Also die beiden Varianten haben wir. Was wollen da jetzt hin für ein Holz? Über Gedächtnis wie ein. Ja. Check. Das doch. Ja. Für jeden was dabei. Und den Pink willst du wahrscheinlich eher keiner haben. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Hier ist der Pazifik jetzt dann nochmal zusammengebaut, in Anführungsstrichen. Ja. Mit eingebauter Küche, eingebautem Tisch. Jetzt sind natürlich die zwei Sitze von drüben nicht drinnen. In der Version hätten wir jetzt dann trotzdem 6 Sitzplätze. Mhm. Es ist zwar ein bisschen kuschelig hier hinten dann, aber es funktioniert. Ich meine, du hast ja selten hier 6 Erwachsene. Genau. Das ist so. Aber. Aber möglich wär's. Möglich wär's, ja, ja. Wie sind denn die eigentlich von der Zuladung her gestrickt? Ich muss ganz ehrlich gestehen, das sind ja Custom-Chassis. Ich bin da gar nicht so fit. Aber man will ja alles herzeigen. Es steht auch hier nicht drauf, aber ich weiß, dass ihr ungefähr 350 bis 400 Kilo habt. Circa 400 Kilo sind es, ja. Also 6 Erwachsene wäre dann eh schon auch von der Zuladung her. Genau. Ja, voll.
Aber gute Ausstattung. Ja, in verschiedenen Farben vom Grundfahrzeug. Mhm. Schwarz, Blau, auch dieses schöne Orange, ja, was der, wie der Pazifik hier steht, ist möglich. Mir hat das früher gar nicht gefallen, aber mittlerweile muss ich sagen, die Geschmäcker ändern sich ja auch über die Jahre. Ich habe schon Sachen furchtbar hässlich gefunden, auf einmal gefallen sie mir. So gut, allerdings auch umgekehrt hatte ich Sachen, die fand ich super schön und dann war es auf einmal furchtbar hässlich. Genau. Auch hier wieder das Dach, da sieht man es mal im offenen Zustand. In Wagenfarbe lackiert. Ja. Kostet aber ein paar Euro extra, ist meistens in so. Wagenfarbe ist. Ich habe mal geschaut, ich glaube 1100 Euro, aber ja, 1100 Euro, das ist aber okay. Also das ist ja auch nicht einfach, muss man ganz ehrlich sein. Da muss ja mit Weichmacher und allem schickimicki arbeiten. So ist es. Weil Kunststoff ist ja nicht so einfach zu lackieren. Ja. Auch schöner, großzügiger Stand. Findet ihr übrigens alles, was wir jetzt gefilmt haben, bei Michael und ich hier in der Halle? Okay, hast du schon 12. Mitten drin. Genau. Das ist jetzt dann die einfachere Ausstattung. Einfacher in Anführungsstrichen. Wir haben hier aber den Vorteil bis zu 8 Sitzplätze. Das ist ordentlich. Genau. Hier ist die Bettvariante aufgebaut. Mhm. Zwei Personen unten und dann oben nochmal zwei. Und das liegt jetzt hier extra auf. Das liegt extra auf. Nicht wie beim VW zum Beispiel. Immer nur zum Beispiel, wo du halt dann immer das so parken musst, dass es dann eine durchgehende Liegefläche gibt. Küche ist minimalistisch aufgebaut. Ich denke, das ist aber dann auch hier die günstigste Version. Das ist die günstigste Version. Hier mit dem Nötigsten, was man braucht. Mhm. Kühlbox. Ja. Ah ja, Spülbecken. Kanistersystem. Genau. 220 wahrscheinlich oder so. So ist es. Ne, 12 Volt. Recht voll und ganz. 12 Volt besser. Ja, 220 Liter wahrscheinlich. Ach so. Vom Wasser her, gell? Ja. Und der Rest ist alles Stauraum. Schön gemacht. Unser erster Blick ist halt wirklich immer die Spaltbasis. Was natürlich auch vielleicht wichtig ist, man tut auch, wenn sie heraus ist, arretieren. Ja. Dass das heißt, sie den hier wegrollt. Ein bisschen reindrücken und reindrücken. Ich kann natürlich diesen kompletten Block herausnehmen. Am besten wäre es natürlich zu zweit. Mhm. Das ist die bessere Alternative. Ja, besser ist komplett ausnehmen. Ja, klar. Aber das weiß man ja dann, wenn es passiert. Genau. Entweder hauptsächlich als Familienauto benutzt oder als Familienurlaubsauto so und dann schmeißt du es zwei, dreimal im Jahr da rein. Genau. Und selbst wenn, das ist ja jetzt nicht, ist ja unhandlich und nicht super schwer. Genau. Also er ist sozusagen auch als Alltagsvan nutzbar. Der Atlantik. Und ich liebe zwei Schiebetüren. Das ist halt wirklich super praktisch. So ist es. Interessant. Bei dir verfügbar demnächst? Wir haben einen Pacific schon in Hassfurt. Mhm. Der wäre sofort möglich, sofort frei, mit dem schönen Blau, wie der drin stand. Okay. Als Automatikfahrzeug. Ja. Wäre verfügbar. Neu Fahrzeug. Ja. Und die anderen kommen die nächsten Wochen. Wir treffen die nächsten Wochen rein. Prima. Ja. Also Ware kommt. Richtig. Weil es ist ja teilweise echt schwer. Wenn du bei Händlern bist, wenn die das nicht festnageln, kann es passieren, dass gewisse Modelle nicht da sind. So, dann hast du nichts davon. Und schlimm ist es auch für die Branche. Und da kurzer Aufruf und Verständnis für an alle Zuschauer oder die draußen mit Camping zu tun haben. Für die Händler ist das momentan gerade, sorry den Ausdruck, eine Scheißsituation. Weil wenn du nichts da hast, kannst du nichts verkaufen. Ja. Und wenn er jetzt, meinetwegen, nehmen wir mal ein Musterbeispiel, 100 Autos im letzten Jahr verkauft hat und kriegst auf einmal bloß noch 40, dann geht das echt an die Substanz, weil du musst deine Leute zahlen, die Unterhaltskosten und du hast einfach mal 40% vom Umsatz. Genau. Also bitte diese Seite auch mal zu bedenken. Da kommen keine leichteren Jahre. Es waren gute Jahre in der Branche, es waren viele gute Jahre, man ist da auch dankbar. Aber man soll immer mal ein bisschen nachdenken über die ganze Situation und beide Seiten sehen, nicht immer nur die eine. Also ich will da immer Verbindung herstellen. Genau. Ist nicht alles korrekt, was draußen läuft, aber bei dir weiß ich, dass es funzt. Genau. Supi, danke dir. Papa. Ciao. Na Papa, was gar nicht auf Düsseldorf. Auf Wiedersehen in der Halle 12 und wir sehen uns garantiert bald wieder. Genau. Ciao. Viel Spaß, alles Gute. Ja.